Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute gibt es einmal von mir ein kurzes Update zur aktuellen Krisensituation, denn ich habe mitbekommen, viele Leute in unserer Community sind aktuell sehr verunsichert, wissen nicht so richtig, was sie machen sollen und aus diesem Grund möchte ich heute einmal meine Strategie in solchen turbulenten Marktphasen vorstellen und danach haben auch einige Leute gefragt, so meine Top 3 Investmentbereiche der letzten 6 Monate. Viel Spaß bei diesem Video. Ganz am Anfang ist mir wichtig zu sagen, das soll kein politisches Video werden. Ja, das ist nicht meine Aufgabe, darum geht es ja auch nicht in diesem Kanal, sondern ich möchte euch einfach nur zeigen, wie ich in solchen Phasen in Bezug auf mein Business, in Bezug auf Finanzen, in Bezug auf Investments vorgehe. Ja, auch ich, sage ich auch dazu, war wie in einem Schockzustand, war ein Stück weit paralysiert, konnte nicht mehr konzentriert arbeiten, als die ganze Sache mit der Pandemie losging, der Krieg in der Ukraine. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Auch ich klebte stundenlang vor dem Fernseher, habe mir irgendwelche News reingezogen, was ich normalerweise überhaupt nicht mache und habe natürlich auch über sehr viele Dinge nachgedacht. Hatte auch vielleicht ein Stück weit Angst, dass der Krieg sich noch ausbreiten könnte und so weiter, so wie es wahrscheinlich auch vielen von euch ging oder geht. Aber das bringt halt alles nichts. Ja? Und ich habe es dann sehr schnell wieder geschafft, in die Ratio reinzukommen, bin sowieso ein sehr rationaler Typ und letztendlich meine Emotionen von meinen Entscheidungen im Business und für meine Investments zu trennen. Und diesen Tipp kann ich euch auch nur geben, euch so ein bisschen auf so eine News-Diät zu setzen und wieder ein bisschen klarer im Kopf zu werden und das ist, glaube ich, am wichtigsten, an euren Zielen zu arbeiten. Denn das habe ich beobachtet bei vielen Leuten, dass sie aktuell nicht mehr so richtig bei der Sache sind, nicht mehr so richtig sich trauen, auch KDP-Projekte zu veröffentlichen, nicht mehr so richtig bei der Sache sind, um ihren Zielen näher zu kommen. Sei es jetzt finanzielle Freiheit, zeitliche Freiheit, örtliche Freiheit, was auch immer, spielt ja gar keine Rolle. Ja? Und ich bin der Meinung, dass diese turbulenten Phasen mit die besten Phasen überhaupt sind, um an seinen Zielen zu arbeiten, um Investments zu tätigen und so weiter. Denn überall da, wo eine Tür zugeht, geht wieder eine Tür auf. Wir haben momentan enorm viele Potenziale im Markt, die man einfach nur nutzen muss. Ja, und genau das habe ich getan. Ich bin eine Person, die in solchen Marktphasen, wo wirklich alle Leute verunsichert sind, ihr Geld vielleicht sogar abziehen aus ihren Investments, ihr Geld unter den Kopfkissen horten, das sind genau die Phasen, wo ich meine Kohle nehme und wo ich mich richtig einkaufe. So, das liegt natürlich nicht nur an den Potenzialen im Markt, sondern, das muss man auch ganz offen und ehrlich so sagen, wir sind momentan in einer inflationären Marktphase, das heißt, wir haben Inflationsraten von über 5%, glaube ich, aktuell. In den Staaten sind es, glaube ich, schon über 7%. Und ich sehe da noch nicht wirklich das Ende. Und jedes Jahr zu beobachten, wie irgendwie 5-10% das an Wert verliert. Ja, das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern ich möchte ja mit meinem Kapital Renditen erwirtschaften. Und genau deswegen habe ich in den letzten 6 Monaten meine Investments extrem nach vorne gepusht. Dann noch eine weitere Sache, die mich total abfuckt, muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Strafzinsen. Dass man mittlerweile auf Guthaben auf dem Bankkonto Strafzinsen zahlt. Jedes Mal, wenn ich das sehe, fuckt mich das ab. Ich habe zwar jetzt schon verschiedene Konten und versuche quasi unter diese Schwellen zu kommen. Bei manchen Konten ist es 100.000 Euro, bei manchen ist es 50.000. Und ich glaube, bei manchen Konten und bei manchen Banken muss man ab 25.000 Euro schon Strafzinsen zahlen. Aber sowas nervt mich einfach. Ja, und aus diesem Grund habe ich entschieden, richtig Gas zu geben in den letzten 6 Monaten. Und in welchen Bereichen das war, möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Bevor ich euch meine Investments vorstelle, würde mich mal interessieren, in was ihr so investiert. Ja, kommentiert es gerne mal hier unter dieses Video. Seid ihr eher Leute, die auf dem Sparbuch ihr Geld horten, die das in ihr Business stecken, die Kryptos kaufen, Immobilien, Aktien, ETFs, was auch immer. Haut das mal in die Kommentare. Ich will einfach mal so einen Querschnitt der Community bekommen. Okay, ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten großen Bereich, in den ich investiert habe. Und das ist in mich selbst. Klingt vielleicht komisch, aber ich denke mir, all das, was ich in mir habe, was in meinem Kopf hier oben ist, das kann mir keiner wegnehmen, da ist auch die Inflation scheißegal. Das heißt, ich habe wirklich in den letzten Monaten Geld in die Hand genommen und mich weitergebildet, Bücher gekauft, Kurse gekauft, Coachings. Ich habe mir Experten mit an Bord geholt, um einfach besser zu werden, ja, in Bezug auf das Business. Aber, und da lag jetzt mein Fokus auch in den letzten Monaten, auch in Bezug auf Gesundheit, weil ich der Meinung war, hey, irgendwie habe ich das immer nur so nebenbei gemacht, neben dem Business. Aber am Ende des Tages bringt uns das alles nichts, irgendwie finanziell frei zu werden, wenn unser Körper nicht fit ist. Das heißt, ich habe Geld für medizinische Untersuchungen in die Hand genommen. Ich habe mir eine schöne Fitnessstudio-Mitgliedschaft gegönnt, mit Pool und so weiter. Ich habe Geld für Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben, auch hier nochmal für Weiterbildung
und so weiter und habe da einfach nochmal einen stärkeren Fokus drauf gelegt. Investmentbereich Nummer 2 sind natürlich meine Unternehmen. Auch hier habe ich viele neue Projekte gestartet. Auch hier habe ich mir neue Experten mit an Bord geholt, um in verschiedenen Bereichen noch besser zu werden. Und auch hier habe ich vor allen Dingen in Equipment investiert. Vielleicht habt ihr das aus den Büroshots schon das ein oder andere Mal gesehen. Ich habe neues Kamera-Equipment gekauft, neue Belichtung, neue Einrichtungsgegenstände. Überall einfach nochmal geupgradet, weil ich mir denke, das ist einfach derzeit ein sehr, sehr gutes Timing dafür. Der dritte Bereich ist der Kapitalmarkt. Werden sich wahrscheinlich viele von euch gedacht haben, wahrscheinlich werden viele von euch ebenfalls investieren. Und hier habe ich wirklich nochmal eine ordentliche Portion auf meine normalen Sparraten raufgelegt. Wir haben momentan sehr volatile Marktphasen, immer wieder schöne Rücksetzer, in die man sich reinkaufen kann. Ich bin eigentlich kein großer Freund von Market Timing, aber hier und da habe ich dann doch mal nochmal mehr Geld locker gemacht für die Investments. Ich glaube, insgesamt habe ich über 140.000 Euro investiert. Auch da bekomme ich immer wieder Fragen, in was investiere ich da genau. Ich bin da relativ langweilig und relativ breit gestreut unterwegs. Ich investiere einfach in den MSCI World, in Emerging Markets und neuerdings auch ein kleiner Teil in einen Small Cap ETF. Das war's. Ich bin überhaupt gar kein Freund von Stockpicking. Ich besitze nicht eine einzelne Einzelaktie. Auch das haben viele gefragt. Ja, ich investiere auch in Kryptowährungen. Allerdings ist mein Kryptoportfolio mittlerweile schon so gut aufgestellt, dass ich mich jetzt erstmal wieder auf den sicheren Bereich der ETFs fokussiert habe. Ja, zum Ende hin, Fazit, Leute. Lasst euch nicht zu stark verunsichern. Macht mal eine News-Diät, fokussiert euch auf euer Leben, auf eure Ziele. Lasst das Geld nicht unterm Kopfkissen. Ja, das bringt nichts durch Strafzinsen, Inflation, sondern nehmt Geld in die Hand. Investiert das in euer Business, in euch selbst, in breit gestreute Anlagen und dann kann relativ wenig passieren und ihr kommt euren Zielen auch zukünftig einen Schritt näher. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.